dann kam die Begegnung mit Brecht, 48, die sehr entscheidend war. Es war einfach in meinem Leben der bisher größte, dem ich persönlich begegnet bin. Brecht hatte in Zürich auch Zeit. Er kannte nicht viele Menschen. Er war froh um jüngere Menschen, zu denen gehörte ich. Und das war natürlich schon ein Auslöser. Ich war zu dieser Zeit, sagen wir politisch gesprochen, ein humanistischer, etwas vager Sozialist. In der Begegnung mit Brecht ist allerdings die politische Auseinandersetzung nicht so entscheidend gewesen, denn er hat dafür nicht sehr viel Geduld gehabt, mein Lehrmeister zu sein, und ich habe auch ziemlich viel Widerstände gehabt. Es war dann der Einfluss, auch der politische, ein indirekter, nämlich über das Arbeitsgespräch, über die Bühne, über Schauspieler, über Inszenierungen. Nochmal ganz kurz zurück. War denn Brecht für Sie schon der Große, bevor Sie ihn kennenlernten persönlich? Oder hat er sich erst durch die persönliche Freundschaft und Bekanntschaft als der Große herausgestellt? Eine gute Frage. Da darf man sich ja nicht täuschen. Ich denke, damals, wenn ich hätte eine Wertliste aufstellen müssen, hätte ich Brecht sofort genannt. Hätte wahrscheinlich auch Camus genannt, hätte Giraudoux genannt, was heute für mich nicht auf dem gleichen Bank sitzt. Das wäre damals schon so gewesen. Jedenfalls gehört er für mich zu den Entscheidenden, aber noch nicht in diesem Klassikervorrang, den er später dann gehabt hat. Ich kannte einiges von seinem Werk natürlich, weil es hier uraufgeführt worden ist. Wir hatten auch während des Krieges bekommen wir auf Schreibmaschinenzetteln seine Gedichte. Das war so ein Vertrieb, ein privater, in dem man das so ein Manuskript bekam und 6-mal abschreiben musste. Dann durfte man 1 behalten. Also dieser Brief. Er war mir schon sehr vertraut. Und er war ja dann 1,5 Jahre hier. Ich konnte ihn sehr oft besuchen. Und das Großartige an ihm war natürlich, dass er an alles den großen Maßstab anlegte, den man nicht erreichte, aber seine Kritik war eine stimulierende Kritik. Das Gleiche gilt auch von der Kritik von Peter Suhrkamp, den ich zu dieser Zeit kennenlernte, und ich möchte das doch erwähnen, ich will nicht aus den Toten also eine Popanz machen, aber was die großen Leute auszeichnet, ist, dass ihre Kritik ansteckend ist. Sie ist sehr hart, aber sie ist nicht entmutigend, und zwar einfach dadurch, dass man an Unerreichtem gemessen wird und also doch in diesen Rang gehoben wird, auch wenn man ihn noch nicht hat. Das verdanke ich Brecht und Peter Suhrkamp mehr, als ich vorher irgendeinem anderen verdankt hätte. Die Geschichte mit Brecht ganz kurz gesagt, der ging ja dann weg nach Ost-Berlin, wie es damals genannt wurde. Ich war übrigens der Botenträger, ich brachte ihm diesen Brief von den russischen Behörden, die ihm angeboten haben, dass er dort ein Theater machen könnte. Ich wusste allerdings nicht, was in diesem Brief steht. Als er dann in Berlin war, habe ich ihn hin und wieder besucht. Der Kontakt war natürlich dann sporadischer und er wurde dann auch schwieriger. Das Gespräch hat natürlich doch unter dieser kalten Kriegssituation dann gelitten. Er konnte mir auch nicht ohne weiteres sagen, was er denkt, wie er denkt, denn ich gehe hinüber in den Westen, wie ich das darstelle, ob ich es darstelle. Das war alles viel zu riskant für ihn. Es war also die entscheidende Zeit, war schon, als er hier war, bevor er nach Berlin ging. Haben Sie eine spezielle Frage noch wegen Brecht? Nein, nur ganz allgemein. Es ist ja so, dass Sie ja nie ein Brecht-Schüler in dem Sinne geworden sind, dass Sie Brecht schreiben. Ja. Auch die Stücke sind ja nicht brechtisch. Gewisse Einflüsse sind sicher da. Zum Beispiel Biedermann steht unter einem Einfluss. Andorra steht unter einem Einfluss. Ist auch ein pures, ja, sind natürlich pure Lehrstücke. Ja, und es sind Zeigestücke auch. Parabelstücke. Doch, es ist schon ein starker Einfluss. Es ist da. Das brechtsche Prinzip der Verfremdung. Kommt das bei Ihnen auf andere Weise wieder?
Also im direkt brechtischen Sinn, in meinen Stücken kommt es zweifellos vor, im Biedermann-Stück durch den Chor, ja, im Andorra-Stück durch das Vortreten der einzelnen Protagonisten, die zwar nicht einen Song haben, aber ein Statement von sich geben, wo das gebrochen wird. Das ist ganz sicher, dass ich das von Brecht übernommen habe. Sie fragen, die Verfremdung im weiten Sinn, ich habe mir schon damals gefragt, wie ist es mit der Verfremdung und beim Epischen, und habe das ja dann später versucht auch, im Gantenbein-Roman, in den Tagebüchern auch, ja, dass die Sachen verfremdet werden, das heißt, dass sie nicht die Illusionswelt darstellen. Es ist natürlich nicht so, dass nur durch Brecht das bei mir gekommen ist, sondern das war vorhanden, bei vielen anderen auch. Aber er war natürlich der Protagonist und auch der Theoretiker, der das verschärft hat. Und man wusste nun mehr als vorher, was man will. Der politische Einfluss von Brecht, das wäre sehr schwer zu beantworten, wenn Sie mir diese Frage stellen würden. Ich hätte sie Ihnen sofort gestellt. Das dachte ich mir, die liegt in der Luft. Ich habe durch ihn sehr viel mehr vom Marxismus verstanden, als ich vorher verstanden habe. Haben Sie bis dahin denn sich schon mit Marxismus befasst gehabt? Ja, doch. Bei ihm wurde er mir plötzlich sehr viel konkreter, anschaulicher und human. Aber noch unter der Folge des Exils stehend. Ja. Ist der späte, ja, Brecht dann nicht in eine, er wurde mir fremder, dogmatischere natürlich, Richtung gegangen? Er wurde mir fremder, aber ich weiß nicht, ob er fremder war, sondern er wurde undurchschaubar. Er wurde natürlich in die Situation gedrängt, wo er eine Fassade zeigen musste, die er manchmal durchbrochen hat, sehr heftig durchbrochen hat. Ich erinnere mich an Besuch in Weißensee, Berlin, wo er sehr zornig sein konnte. Aber er war natürlich dort ein hoher Staatsangestellter und hatte da seine Obligationen, da nicht zu viel zu sagen. Aber Sie sind doch nie in eine Adoration verfallen, das ist doch das so Positive, auch an Ihrem Werk, auch am Tagebuch. Sie haben doch bei all dem, was Sie von Brecht haben, immer Ihre eigene Person, Ihre eigene Persönlichkeit gewahrt. Ja, ich glaube, das ist aber die Tugend von dem Brecht selbst, dass er, das hat man sehr rasch gemerkt, dass man kommt ihm mit Bewunderung nicht bei und er duldet sie nicht. Also Brecht-Kreaturen sind von Brecht selbst nicht geduldet, um es mal ganz scharf zu sagen. Ja, das ist, das spürte man rasch, eine gewisse Verachtung. War auch mal sehr zornig, es war diese Aufführung von Antigone, fragte mich, und er wollte ja wissen, er fragte, nun, haben Sie es gesehen und was sagen Sie? Ich weiß es nicht mehr, Zitat, was ich gesagt habe, aber ich erinnere mich daran, dass ich einfach eine Laudatio von mir gegeben habe, wie großartig ich fände, sowohl die Aufführung wie das Stück und so weiter, also so Advertising-Sätze, die man für die Reklame verwenden könnte. Er war sehr sauer und sagte, sonst haben Sie nichts zu sagen. Das als Muster. Also man konnte ihm, man machte sich lächerlich vor ihm mit der, er fordert ja eben mehr. Ja. Hat Sie das auch zu einer stärkeren Persönlichkeit gebildet? Ist eines Ja, sicher. Ich hab ganz früh mal einen Freund gehabt, das war dieser Mäzen, den ich so bewundert habe und der nur von meiner Bewunderung lebte, ich von seinem Geld. Und das war dann eine sterile Beziehung, das war für mich persönlichkeitsschädigend und für ihn wahrscheinlich auch. Und das ist genau das andere bei dem Brecht, dass er eben den anderen zwar nicht zur Persönlichkeit erzieht, aber dazu macht, denn sonst scheiden sie aus. Sonst sind sie nicht. Ich habe es auch später bei Brechtianern gesehen, wie er die ansieht, wenn die ihm nachschwätzen oder so. Die sind alle abgeschrieben, eigentlich ohne dass sie es merken. Nicht? Ja. Sie sind ja nun ein sehr, verzeihen Sie, dass ich das sage,
ein sehr sympathischer, ein menschlicher, ein zugänglicher Autor. Ein nicht nur Autor, sondern ein zugänglicher Mensch. War das Brecht auch oder war Brecht nicht prinzipiell sehr viel verschlossener? Der erste Eindruck ist garantiert der, dass er sehr verschlossen war, sehr oft verschlossen war. Verschlossen war in größeren Gesellschaft. Da machte er, ich will nicht sagen, das Monument, aber etwas den Funktionär. Unter vier Augen konnte er sehr anders sein, er konnte sehr herzlich sein, er konnte sehr spontan sein. Unsere Gespräche waren nie Intimgespräche, gar nicht. Er wusste, dass ich verheiratet bin, wusste, dass ich Kinder habe, wusste, dass ich in Scheidung bin, das alles interessiert nicht. Ich wusste von seinen Sachen auch nichts. Aber ich meine, dass die Herzlichkeit und das Spontane auf einem anderen Gebiet, also wenn ich denke, Brecht auf den Proben, war er ja derjenige, der sich zuerst und am entschiedensten von den theoretischen Forderungen abgehoben hat, wenn es ihm nicht gefallen hat. Es ist also so, dass jeder, der mit ihm gearbeitet hat, damals prächtiger war als der Brecht, weil er nämlich wirklich empirisch gearbeitet hat. Ja. Also wenn man sich vorüberlegt, das und das muss so und so sein und nun machen wir es und es geht nicht gut, so ist er der Erste, der sagt, müssen wir es anders machen. Mhm. Und diese Lebendigkeit, das war das Faszinierende, das Unbornierte. Er wirkt ja, wenn man ihn nur liest, vor allem die theoretischen Schriften, wirkt er ja borniert, kategorisch, katechismushaft. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, er braucht das, weil er sonst völlig wild spontan drauf los arbeitet. Er braucht ein Gehege, er braucht ein Spalier. Nun ist er ein so starker Wuchs, dass er das Spalier sprengt oder überwuchert und viele andere, die dann nur dieses Spalier haben und nicht diese Kraft, die sind dann auch borniert und langweilig und so weiter. Hat Brecht Humor gehabt? Oh ja, das hat er schon gehabt, ja.